Hochkonzentriert hat sich Laurent Carnol auf die Olympischen Sommerspiele in China vorbereitet. Viel Schweiß ist beim Ausdauer- und Krafttraining geflossen. Immer wieder die gleichen Bewegungsabläufe, immer wieder Muskelbrennen und immer wieder den inneren Schweinehund besiegen. Bei optimalen Verhältnissen in der Schwimmhalle in der Kok konnte der Athlet seine Trümpfe gekonnt einsetzen. Großartige Trainingsvorbereitung vor dem Wettkampf und Teamgeist führten zum Erfolg. Auch wenn er unter 52 Konkurrenten 40. wurde, so hat er den Landesrekord geknackt.